Ja, Freunde, ich weiß, schon wieder ein Haul-Video. Aber schuld ist meine Freundin. Denn die musste ja unbedingt die Lego-Neuheiten im März kaufen. Und dann waren da auch noch die Hildesheimer Steinewelten und ich habe ganz viel tolle Post von tollen Menschen bekommen. Also, ihr seid schuld, dass es schon wieder ein Haul-Video gibt. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Bloxer und Freunde, ja, heute mal wieder ein Haul-Video. Ihr wisst, diese Haul-Videos sind immer live on tape und auch nur ein Take, ohne Geschnipsel, außer die Kamera spinnt, sonst wird hier nichts geschnitten. Selbst meine Patzer und Stotterer müsst ihr ertragen. Ja, Freunde, Haul im März. Wie schon im Intro gesagt, es gab Lego-Neuheiten, nicht alle. Ich konnte mir nicht alle leisten oder wir konnten uns nicht alle leisten. Wir waren bei den Hildesheimer Steinewelten vom 5. bis 6. März, da haben wir eine Menge geschenkt bekommen, eine Menge gekauft, beziehungsweise drumherum um diesen Termin gekauft. Und dann gab es auch wieder tolle Post von euch. Und wie gesagt, Disclaimer, alles nur Lego, fast alles, ein bisschen. Also grob nur Lego, aber den ein oder anderen tollen Ausreißer, der aber auch irgendwas mit Lego zu tun hat, präsentiere ich euch. Und was ich euch jetzt hier so zeige, ist einfach nur, ich greife es hier raus. Ich möchte hier keinen bevorzugen oder jemanden benachteiligen. Alle Menschen, die irgendwie mit diesen Sachen, die ich euch jetzt zeige, zu tun haben, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn ihr dort die jeweiligen Profile oder Seiten oder Shops, wie auch immer, besucht. Denn das ist ja hier zwar eine One-Man-Show, ist mein Kanal, aber ich sehe diese Haul-Videos ja immer als Dankeschön an euch da, an meine Freunde, an die Community. Ja, und Community ist ein gutes Stichwort, denn ich bin in vielen WhatsApp-Gruppen unterwegs und habe dort auch schon einige tolle Menschen sehr doll in mein Herz geschlossen, sogar aus der WhatsApp-Gruppe raus in mein Adressbuch gewandert. Und es ist immer ganz gut, wenn dann einer schreibt, oh, ich habe hier gerade etwas gefunden, soll ich das nicht vielleicht für jemanden mitbringen? Und ich habe einen in der WhatsApp-Gruppe von Thorsten von Johnny's World, den lieben Friedrichson, den lieben Jens, der neulich in Karlsruhe unterwegs war und in einem Lego-Store noch ein bisschen Hidden Side gefunden hat. Und Lego Hidden Side ist eine meiner liebsten Serien nach Rittern Emtron und Star Wars und, und. Hidden Side finde ich wirklich eine verkannte Serie. Leider gibt es sie nicht mehr. Schuld daran ist natürlich Lego mit ihrem komischen Kartondesign und viele andere Faktoren, das Handy-Gedöns und so. Aber ich mag diese Sets. Und deswegen hat der liebe Jens mir Sets besorgt. Also er hat in der Gruppe gefragt, ich habe hier geschrien und er hat mir sogar einen lieben Zettel geschrieben, nämlich hier. Eine tolle Handschrift hast du auch. Viele Grüße an Murks, Hedda und Jörn, euer Jens, der liebe Fredriksson. Und hier um diese beiden Sets geht es. Schön eingepackt. Hört mal, ich halte mal das Mikro. Ich hoffe, ihr seid nicht taub jetzt geworden, aber richtig geil eingepackt in diese wunderbare, geile Luftpolsterfolie, in denen ich die Sets eigentlich ja lassen müsste. Aber er hat ja geschrieben, Grüße auch an Murk. Und wer den Instagram-Kanal von Murk schon mal gefolgt hat, der weiß, Murk mag diese Knisterfolie. Und ich habe hier für 40 €, ich glaube, es war sogar günstiger, es war so ein alter Spielwarenladen, nämlich hier quasi diesen Ausbruch bzw. Besuch beim Gefängnis von Highbury. So heißt es, glaube ich, ne? Highbury and Newbury. Highbury ist was anderes, das ist, glaube ich, ein Fußballstadion. Genau, Hiddenside ist ja immer Newbury. Und das ist dieses Gefängnis, dieser Besuch, beziehungsweise das alte Gefängnis. Das ist auch so ein Problem halt bei Hidden Side, diese Namen. Man kann es ja auch gar nicht so richtig sehen, ne? Also hier wird alles erklärt an den Kartons, aber was es eigentlich ist, den Namen, den sieht man nicht so richtig. So, aber es steht ja hier an der Seite drauf und das lese ich euch jetzt nochmal ganz genau vor. Es müsste hier irgendwo stehen. Nur, das ist nur, nee, das ist nicht. Manufacturing Denmark, bla bla bla, Czech Republic. Nein, es steht hier wirklich nicht drauf. Seht ihr mal. Krass. Tja, das ist es. Die 70435. Ich blende es euch hier mal ein, wie es heißt. Also da unten. Auf jeden Fall geil. Hidden Side. Dafür vielen lieben Dank fürs Besorgen. Aber es geht ja weiter. Hier ist noch ein Hidden Side-Set. Da. Nämlich dieser Unterwasser, ja, dieses Unterwasserboot.
Ich fand hier einfach so geil, dass es hier auch so einen bösen Anglerfisch gibt, meine ich. Wo ist er denn? Ne, bösen Hai gibt es. Genau, das war der Punkt. Ach, Hiddenside. Und viel lila. Ich zeig's euch hier. Die, wo ist die Nummer? 70433. Ich sag's ja, Hiddenside ist da wirklich. Ach, es ist so schade, dass sie das Kartondesign so versaut haben. Aber für Murks, wie gesagt. Ja, dann habe ich beim Spendenstream von Pat Briggs und vom Jäger der verlorenen Steine, beziehungsweise der Martin, der Steinverrückte, hat dort auch mitgemacht, bei diesem Spendenstream etwas ersteigert für, glaube ich, 80 € ein kleines Setchen, und zwar die kleine Mini-Fabrik. 86 Minifigürchen hier, diesen Minifigurenfabrik. Einfach ein tolles Set, finde ich lustig, gerade mit diesen kleinen Minifigürchen und dieser Lego-Figur. Und eigentlich ging es mir ja auch nur um den guten Zweck. Aber richtig geil, ich habe dazu noch einen kleinen Karton bekommen mit einem Brief. Den lese ich euch jetzt mal vor. Halli, hallo, Hallöle. Zuerst einmal vielen Dank für deine großzügige Spende. 86 Steine, die ein Leben verändert haben, hast du jetzt in deinen Fingern. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Anbei ein kleines Mock meiner Tochter. Ich bin sicher, du schaffst das. Liebe Grüße, Hori, der Reinhard. Vielen lieben Dank. Und jetzt kommt das Mock von seiner Tochter. Richtig toll. Dazu aber auch ein kleiner Brief. Und zwar, da. PS oder Psst. Laubricks ist meine Laura. Sie sagte, ein Blumenstrauß für den Bloxy. Und natürlich findet ihr ihren Kanal unten in der Videobeschreibung. Würde mich echt freuen, wenn dieses Dankeschön, was ich bekommen habe, ihr nochmal honorieren könntet, indem ihr ein Abo dalässt bei der lieben Laura, bei den Laubricks. Und hier ist ein richtig cooler Blumenstrauß. Schaut mal, ein kleines Mock, richtig süß. Das kommt hier oben aufs Regal. Richtig cool. Also das gefällt mir. Schön gemacht, die Technik auch hier gerade mit den Blätterchen und diese pinken Blumen. Das gefällt mir. Ich bin ja eh so ein kleiner, oh, da sind mir sogar Blätter abgefallen. Eh so ein kleiner Fan von Pink und Lila. So, ich mache das erstmal jetzt nur so provisorisch dran. Richtig cool. Und das Schöne ist, der Karton geht mal an die Seite. Boing. Das Schöne ist, dass ich auch noch so eine kleine süße Dame mit Marienkäferflecken bekommen habe. Aus der Minifigurenserie. Richtig cool. Die passt richtig schön hier zu diesem Blumenstrauß. Also, lieber Reinhard, liebe Laura, vielen, vielen lieben Dank. Also, das ist Hammer. Also, wie gesagt, Freunde, schaut mal unten bitte in der Videobeschreibung. Dankeschön. Bin da wirklich Gänsehaut hier. Das, ja, es ist wirklich Hammer. So, da muss ich nochmal schauen. Das war der Jens hier. Ich habe nämlich nochmal Post bekommen. Das habe ich aber leider schon weggeknuspert und in die Weihnachtskiste gepackt. Denn ich habe im Februar Post bekommen, die eigentlich für Weihnachten gedacht war. Und ich lese es jetzt mal vor. Hallo Jörn, hallo Hedda. Hier ein kleines verspätetes Weihnachtsgeschenk. Wir hatten uns ja im letzten Jahr mehrfach über Rittersport Gin unterhalten. Da ich nicht mitbekommen habe, ob ihr zwei noch die Chance zum Probieren nutzen konntet, bevor es aus den Läden verschwand, habe ich hier noch einen Beutel aus meinem Vorrat. Achtung, läuft bald ab. Etwas Kleines zum Bauen habe ich auch noch beigelegt. Ich wünsche viel Vergnügen. Mit freundlichen Grüßen, der Crazy Borg, der liebe Gunnar. Und oh, wir haben sogar noch einen. Oh, boah, da hat die liebe Hedda mir was reingeworfen. Rittersport Gin. Die Hedda und ich mögen sehr gerne Gin. Das hat der Gunnar mitbekommen. Wir haben wirklich nirgendwo das hier bei uns im Schwabenländle bekommen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Und wir hatten noch ein kleines Weihnachtsmann-Polybag. Das haben wir aber schon in die Weihnachtskiste verstaut und wird dann im nächsten Jahr, Quatsch, in diesem Jahr aufgebaut. Vielen lieben Dank dafür, lieber Gunnar. So, der Brief geht an die Seite. Das knusper ich. Nein, ich knusper es jetzt nicht. Ich darf es auch eigentlich gar nicht. So, Freunde, jetzt geht's los. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Fangen wir einfach mal von hinten nochmal weiter an. Ich habe nämlich Post bekommen. Da muss ich jetzt gucken, wo der Brief ist. Oh, ist das der Brief? Ja. Vorsicht, ärztliches Rezept Inside. Hedda, Jörn und Murks. Das ist lustig, dass Murks heute so oft erwähnt wird und sie sich versteckt hat. Normalerweise, wenn ich hier an Kartons grusele, dann ist sie immer sofort dabei. Na, vielleicht kommt sie noch. Schauen wir mal, was dieses ärztliche Rezept bedeutet. Dupp-di-dupp.
Oh, mit Herzchen. Hallöle, Hedda und Jörn, meine lieben Freunde. Auch euch nochmals vielen Dank für die schöne Zeit in Hildesheim. Da kommen wir gleich noch zu. Ich durfte wieder schöne Stunden mit euch und auch allen anderen verbringen. Und leider war es viel zu schnell vorbei. Wahre Worte. Als ich letzten Samstag mal unseren Freund, den Dorsten, besucht hatte, liebe Grüße, lieber Thorsten, fiel mir etwas ins Auge. Ja, so richtig angesprungen hat es mich. Nimm mich mit, ich will zu einem Spielkameraden, wurde immer wieder gemaunzt. Dem konnte ich nicht widerstehen und bin dem auch gleich nachgekommen. Auf der Rückfahrt habe ich mich ja länger mit ihr unterhalten können und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass sie bei euch am besten aufgehoben ist und ein neues Zuhause bekommt. Ich hoffe, Hedda und du haben viel Bauspaß daran und vor allem eure Murks endlich einen Spielkameraden. In diesem Sinne ganz liebe und herzliche Grüße, euer Doc Tom. PS, die Worte Spielkamerad oder ähnliches sind natürlich geschlechtsneutral zu sehen. PPS, im Rahmen der DSVO erlaube ich euch, dies auch vorzulesen, falls es dazu kommen sollte. PPPS, bleibt wie ihr seid. PPPPS, habe fertig. Lieber Doc Tom, du weißt, du gehörst zur Familie. Vielen, vielen lieben Dank. Und Freunde, ich habe ja gesagt, es geht ihr fast um Lego, aber also nur um Lego. Aber der liebe Doc Tom hat sich ja auf die Hildesheimer Steinewelten bezogen. Aber das, was jetzt kommt, ist nämlich hier eine kleine Mini-Murks zu bauen. Lieber Doc Tom, vielen, vielen lieben Dank. Und hier möchte sogar einer ganz kurz mal schauen. Muxi, guck mal, dein Spielkamerad. Ah, Katzen zu sozialisieren ist immer schwierig. Mausi, guck mal hier. Da. Schau mal da. Oh, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen. Sie guckt etwas argwöhnisch. So sind Katzen, wenn sie auf andere Katzen treffen. Also, ich muss sagen, sie sieht aber sehr, sehr ähnlich. Wie gesagt, ich habe mal unten den Instagram-Kanal von Murksi auch reingepackt in die Videobeschreibung. Falls ihr nicht wisst, wie Murksi aussieht, so ungefähr. Also, richtig krass. 1300 Steine in diesen Nano-Bricks, Nano-Blocks. Ich habe da wirklich keine Ahnung. Das wird aber mal Zeit. Die Murksi muss gebaut werden. Ich bin wirklich, das ist krass, wie die aussieht. Also wirklich fast wie die Murks. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich glaube, ich müsste eigentlich diesen Haul hier nennen. Ist alles für die Katz. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder erwähnt hier die Murksi. Ja, sie guckt hier, ihr könnt es nicht sehen. Sie guckt hier wirklich mich ganz böse an. Das ist halt so, ne? Da bist du eigen, Murksi, oder? Ihr habt vielleicht gehört, sie macht Mamp, Mamp. Naja. Sie ist etwas schüchtern. Ich pack's mal hier zur Seite, Murks, ne? Kannst dann ja mal schauen. Ja, Freunde, Hildesheimer Steinwelten. Es war ein tolles Fest. Es war Hammer, viele tolle Menschen dort zu treffen. Mal wieder auf einer Veranstaltung. Tolle Mocks sich anzuschauen. Und wir haben ja sogar ein paar Videos gemacht. Also nicht nur ich, sondern es waren ja tolle Menschen da, wie der Ben und der Austin Brick Fan und. Eigentlich wollte ich keine Namen nennen, weil das alles großartige Menschen sind und auch die da waren, also großartige Menschen sind. Aber ich werde euch da ein, zwei Videos auch unten in die Videobeschreibung packen, damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt, was das überhaupt war. Und ich habe auf den Hildesheimer Steinwelten das ein oder andere bekommen. Ich war da ja Medienmensch, habe also ein bisschen Interviews geführt und auch Videos gemacht und im Vorfeld ja schon ein bisschen, habt ihr vielleicht mitbekommen. Und dafür gab es ein kleines Dankeschön und ich habe mir auch was gekauft und dazu kommen wir jetzt, denn es fand im schönen Hildesheim statt und Hildesheim liegt in der Nähe meiner alten Heimatstadt Holzminden, alles in Südniedersachsen und wenn ich da bin in der Nähe, dann besuche ich natürlich meine Mutter. Dort habe ich mir zum Beispiel die Haare geschnitten. Hier, Freunde, unter der Mütze sind sogar Haare, die habe ich mir dort geschnitten. Und wenn ich dort bin, besuche ich immer den örtlichen Spielwarenladen, das Kaufhaus Kösel. Und da habe ich mir ein bisschen was besorgt. Und das zeige ich euch jetzt mal, denn die haben dort irgendwie immer alles. Und zum Beispiel auch hier, nämlich habe ich mir nochmal den alten Garnelenladen, die 70422 von Lego gekauft. Auch aus der wunderbaren, tollen Hidden Side Serie, der ist richtig cool, der ist abgeranzt. Da hinten könnt ihr mal gucken, da kann man richtig toll was bauen und gefällt mir einfach. Hidden Side ist super. Lag da halt rum, habe ich mitgenommen. So. Auch das Kaufhaus Kösel, die haben glaube ich keine Webseite oder sowas, findet ihr unten in der Videobeschreibung da. So, jetzt wird es aber ein bisschen... Oh. Jetzt muss ich hier schauen. Oh. Eine Box. Zwei Boxen. Und da müsste eigentlich alles drin sein, was ich bei den Hildesheimer Steinwelten. Ach so, ja.
Ich habe mir dann im örtlichen Rewe bei meiner Mama dann noch ein kleines Malbuch gekauft. Einfach weil da eine Ärztefigur drin ist. Dazu kommen wir nochmal in einem späteren Video. Brauchte ich unbedingt. Lege ich mal hier hin. Und dann, naja, die üblichen Mitbringsel, wenn man tankt unterwegs oder so. Dann tanken ist ja eh so teuer. Dann kann man hier so ein 3, 4 Euro Heftchen ja noch mitbringen. Das fällt gar nicht auf. Da kann man einfach sagen, Schatz, der Sprit war so teuer. Also, so 3 Heftchen habe ich mir mal wieder gekauft. Ich mag die echt ganz gerne. Also wirklich, ich würde am liebsten über jedes Heft ein Video machen, was aber sicherlich keinen Sinn so richtig macht. So, kommen wir jetzt zu den Hildesheimer Steinwelten. Boah. Freunde, es ist so viel. Ich muss mal kurz gucken, mein Mikrofon ist verrutscht. Ihr wisst, live on tape. So. Ich hoffe, ich habe alles, denn ich möchte, da ist es keinen vergessen. Ah, und da geht's weiter. So, Freunde, bisschen wild. Aber, halt, hier war noch irgendwo der Torso, den habe ich hier irgendwo hingelegt. Ja, egal, dann muss ich es erwähnen. Die Hildesheimer Steinwelten, ausgerichtet von den Steinchenbrüder Tim und Alex und den lieben Marcel. Über 4.500 Leute oder um die 4.500 Leute waren an diesem Wochenende vor Ort und ein paar namhafte, ein paar, die man nicht kennt, aber alles insgesamt eine tolle Familie. Und das Schöne ist, dass dann, wenn man sich so trifft, ne, immer Sigfigs getauscht werden und Steinchen und so. Ich habe keine, aber trotzdem habe ich welche bekommen und darüber freue ich mich ganz, ganz besonders. Denn mein liebes Enkelchen, das ist ein Insider, der liebe Motnov, der Brickbauer, hat mir seine Minifigur und seinen Stein geschenkt, nicht nur mir, sondern auch der lieben Heather. Du bekommst einen Ehrenplatz da oben, da kommst du mit hin. Da stellen wir dich gleich mal hin. Da fehlen ein paar, die mussten wir leider aufräumen, weil wir hier momentan jetzt drüber gemacht haben. Die kommen da aber wieder hin, keine Angst. Ja, dann haben wir von der lieben Juliane ihren Signature-Stein bekommen. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Die Mux ist übrigens gerade jetzt runtergehüpft, hätte keine Lust mehr. Auch die Juliane kommt hier oben drauf. Richtig cool, ihr Instagram-Programm. Dann Bobs Brick Bude 4Bs oder Blockster, 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 Blockster. Auch dafür danke nochmal für den coolen Stein. Du kommst auch hier hin. Ach, das Jahr des Tigers geht mal zur Seite. So. Und dann, und darüber bin ich auch richtig gefreut, der liebe Lars, der Spielwarenwester, hat mir auch seine Figur in die Hand gedrückt. Dafür vielen, vielen lieben Dank. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Auch der Lars kommt hier oben hin. So, zack. Und lustig war, dass der Lars mir diese Figur in die Hand gedrückt hat und hat gesagt, du siehst ja fast so aus wie du. Das finde ich irgendwie richtig nett. Wenn ihr mein Video gesehen habt zu den Hildesheimer Steinwelten, habt ihr vielleicht auch gesehen, dass das ein oder andere Foto da war mit mir und Star Wars Charakteren. Denn der Northern Outpost ist dort rumgelaufen. Den Flyer wollte ich euch mal zeigen. Das ist halt so eine Star Wars Organisation, so ein Verein. Die ziehen sich an, verkleiden sich, machen also quasi Star Wars Cosplay für einen guten Zweck. Ich habe da auch eine Figur, einen Torso gekauft. Den finde ich jetzt bloß nicht mehr. Dafür gingen dann 5 Euro von diesem Torso in die Ukraine. Das fand ich richtig cool. Ich verlinke euch die unten auch. Finde ich immer gut. So, wenn Fans etwas aus Liebe machen und damit noch einen guten Zweck unterstützen, das finde ich immer richtig cool. Weil eigentlich sind wir genauso. Apropos Fan, der liebe Ben Briggs, meine bessere Hälfte, mein Brother from another mother, hat mir seine Autogrammkarten gegeben. Und ich glaube, ich habe sie sogar heimlich eingefordert. Und er hat mir das draufgeschrieben, vielleicht könnt ihr das lesen, für meinen Brudi Blockster. Richtig cool. Und jetzt auch nicht denken so, boah, der Ben hier, der ist ja größenwahnsinnig. Nee, der liebe Matt in Bille und der liebe Daniel hat ihn die mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war lustig, dass der liebe Daniel auch da war. Er war nämlich auch ein Goldkartengewinner beim lieben Ben. Ihr habt vielleicht den Stream gesehen. Und hat dann natürlich wieder diese Autogrammkarten mitgebracht. Richtig cool. Ben, du gehst mal hierher. Den Matt in Bille und den Ben findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Aber die kamen nicht alleine. Der liebe Roman war noch dabei, der liebe Herr Steinreich. Und der liebe Herr Steinreich hat meine Goldkarte bekommen, weil mein Gewinner ja nicht konnte, die Tickets nicht abholen konnte. Und ich bin fast vor den Socken gefallen, denn der liebe Roman hat sich bei mir bedankt mit einem riesengroßen Karton, einer riesengroßen Tüte. Und jetzt mal wieder kein Lego,
Slubern. Er hat gewusst, ich mache so ein bisschen ja auch noch anderen Content und da hat er mir einen riesengroßen Karton hier von Slubern in die Hand gedrückt. Wäre wirklich nicht nötig gewesen. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Roman. Und das ist hier so ein Flugzeugträger, den man irgendwie aus ganz vielen kleinen dieser Dinger zusammenbaut. Wenn ihr das mal sehen wollt, schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Im Moment, auszugeben anders, habe ich jetzt nicht so gerade die Motivation, aber das kommt. Finde ich richtig cool. Roman, vielen lieben Dank. Freunde, findet ihr auch natürlich unten in der Videobeschreibung. Ein großer Lego-Fan-Instagram-Kanal auch, der Herr Steinreich. So, dann steht hier Kader drauf, aber es ist nur teilweise Kader drin. Denn hier ist ein Lego-Motor drin. Und ein Kader-Empfänger, 2,4 GHz und. Ich habe schon zugeklebt von lieben Joe. Mein Kumpel aus unserem Luke Schwabenstein, der Joe Neuss, hat einen Brickling-Shop. Verkauft natürlich nicht Kader, sondern nur Lego-Stuff, coolen Stuff. Den verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und ich blende ihn hier mal ein. Ich glaube, hier die 2,4 GHz stört mein Hirn. Ein toller Mensch, toller Freund. Und der hat mir ein bisschen das hier zukommen lassen, weil ich ja gerade so ein bisschen in das Zugthema mehr einsteigen möchte und es von Lego ja so gewisse Komponenten nicht mehr gibt. Und da hat er mir als Starterding mal diese Komponenten hier ans Herz gelegt. Ich will mal kurz gucken. Ich habe nämlich irgendwo deine Karte, aber ich finde sie nicht. Aber ich blende euch ja hier mal seinen Brickling-Shop ein. Ich kriege da nichts dafür, Freunde. Das ist generell einfach nur ein Dankeschön. So, Kader. Ich mache es jetzt auf. Ich habe es euch gesagt. Da ist der liebe Lars. Ich habe dann nämlich mir auch was besorgt. Richtig cool an seinem Stand hier, so einen Papierbeutel mit dem Aufkleber. Ich habe eigentlich fast keine Lust, das kaputt zu machen, aber oh, es geht ganz simpel. Richtig cool, so eine amerikanische Tüte. Eigentlich müsste man da jetzt, naja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Einmal hier der Aufkleber vom coolen Badobrick, seinem Laden in der Nähe von Lüneburg. Machen wir mal hier oben so hin. Ah, nicht bei der Steffi. Ah, eigentlich Trier Holger, der wird es verkraften. So. Blendet schön. Glänzt ganz schön. Und ich habe mir da zwei Figuren kaufen wollen, aber er hat sie einfach so reingeworfen. Dafür auch vielen lieben Dank. Und zwar so zwei ganz normale, stinknormale Imperial Driver oder Soldaten, je nachdem. Da habe ich nämlich noch was vor, ein Star Wars Mock. Aber dieses habe ich vor. Habt ihr schon oft gehört. Lasst euch überraschen. So. F, das ist der Karton von Hedda. Darf ich ihn aufmachen? Ich kriege von hinten einen Genicke aus der Regie. Schaut mal. Zwei Polybags. Das sind also die Boxen, die wir als Dankeschön bekommen haben. Zwei Polybags hier. Dieses coole Beach-Boot. Ja, Jetski würde ich sagen, mit zwei Bojen. Richtig nice. Polybags kann man nie genug haben. Dann, und das ist, glaube ich, das größte Highlight, nämlich die Figur, die Sonderfigur mit Karte, sogar richtig bedruckt von den Super Brick Brothers. Da kommen wir gleich noch zu. Richtig nice. Geht hier an die Seite. Das ist nämlich die Box für die Frauen. Dann, schon aufgerissen und am Handgelenk von der lieben Hedda. Hast du es gerade dabei? Nee, nämlich einmal hier so ein Dotz-Armband. Sie trägt es. Auch ein Stein vom lieben Motnov. Geht hier an die Seite. Und der Stein für die Veranstaltung von den Hindesheimer Steinwelten. Geht hier an die Seite. So, das ist Hedda. Ich habe meinen, glaube ich, noch gar nicht aufgemacht. Ne, der ist zu. Also jetzt hier für euch. Gucken, was drin ist. Oh, auch so ein Boot. Wir haben jetzt eine Flotte. Drei Boote. Drei Boote in einer Tüte. Na, lassen wir das. Ein Dotzarmband in schönen Türkis. Problem ist, ich habe zu große Ärmchen. Aber vielleicht verlose ich das, Freunde. Bestimmt verlose ich das. Die Figur, ein Mann natürlich jetzt, guckt mich so an. So. Richtig cool ist dieses Ticket, das bedruckte. Und auch der Stein geht auch hier an die Seite. Und ein schönes Schlüsselband. Richtig nett. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hätte es auch ohne das gemacht, aber ist natürlich immer cool, so einen Stein zu bekommen. Außer Frage, Freunde. Ja. Da ist jetzt nicht der mit gemeint, den ihr denkt, aber der ist auch ganz cool. Nein, der liebe Hansi von den Super Brick Brothers, beziehungsweise das Team,
waren auch da. Es war so richtig schön, euch mal in echt zu treffen. Vielen lieben Dank. Es hat so Spaß gemacht. Danke auch für die Kaltgetränke am Ende des Abends und danke deswegen auch für diesen Automaten und noch für das ein oder andere. Vielen, vielen lieben Dank. Ich meine, ihr kennt die Super Brick Brothers, trotzdem findet ihr sie auch unten in der Videobeschreibung. Und so einen Peppi-Automaten, Grüße gehen nach Österreich, der passt ja in jede Stadt. Deswegen vielen lieben Dank und so langsam bekomme ich Durst. Ich labere ja schon wieder auch, wahrscheinlich schon über 10 Minuten. Ich habe es nicht so im Griff. Dann, Freunde, ist mir aufgefallen, bei Amazon kann man manchmal so B-Ware bestellen. Da bin ich so rüber gestürzt, weil ich so geguckt habe, was gibt es denn günstig für Lego? Und da habe ich hier mir so Stunts gekauft, für glaube ich 2 Euro war das. Müsst ihr mal schauen, ab und zu gibt es da so B-Ware. Ich meine, der Karton ist Schrott, aber diesen kleinen Motorrädchen ist ja eh egal. Und ich habe noch eins davon, das habe ich aber nicht gefunden, das habe ich glaube ich schon aufgerissen, nämlich auch so ein kaputter Karton, aber für dann glaube ich 12 Euro oder sowas. Also guckt mal ruhig bei B-Ware, wenn ihr eh sagt, so Mensch, das geht zum Spielen für die Kiddies weg oder sowas, da ist der Karton ja egal. Auch bei Amazon übrigens habe ich mir nochmal das Haus gekauft, das gab es da auch günstiger. Habe ich euch, glaube ich, mal auf den Community-Tab gezeigt und auch mal meinen Telegram-Kanal. Schaut doch mal ruhig vorbei. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Infokanäle mit sonst irgendwas, ne? Aber ich versuche halt auch immer da mitzumachen, vor allen Dingen, wenn ich es mir selber auch kaufe. Also wenn ich euch einen Affiliate-Link irgendwo zeige, dann habe ich meistens sowieso das Ding auch schon mal gekauft. Und dieses Wohnhaus hier, da gibt es auch so zwei, drei alternative Builds für und werde ich euch dann vorstellen, wenn ich euch das Haus vorstelle. So, geht hier an die Seite. Moxi muss mal ein bisschen rücken, aber ist ja kein Problem, sind ja Nanobox. Dann etwas, wo ich mich richtig, richtig drüber gefreut habe, weil es auch nichts für mich ist, sondern für euch, nämlich ein Paket schon für Dezember. Und das ist jetzt hier nicht das, wonach es aussieht, denn der Karton hier ist natürlich hier Boba Fett, die Mini-Büste, ist es aber nicht, denn es ist etwas vom lieben Marco Riesch von Nerdkultur. War schon ein paar Mal, hatten wir Kontakt, gerade beim vorletzten Building Bricks, Quatsch, Bricks for Kids, bei Building Bricks for Happiness war er auch schon dabei, da haben wir nämlich einen Star Wars Talk gehabt, deswegen komme ich durcheinander. Ein richtig cooler Dude, einer der besten Nerd-Kanäle überhaupt. Kino und gerade Game of Thrones und Star Wars, meine Themen. Deswegen vielen lieben Dank dafür das Autogramm. Da habe ich aber auch ein bisschen drum gebettelt. Hat er aber gerne gemacht. Und der Spruch darauf ist der Hammer. Ich meine, ihr könnt es, glaube ich, selber lesen. Für meinen Held der Klemmbausteine. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Marco. Hammer. Das ist wirklich was. Wenn Männer weinen könnten, lassen wir das. Danke dir. Ja, ich finde es halt so cool, dass der Marco halt immer auch verfolgt, was wir hier machen. Und dass Nerds und Nerds sich immer unterstützen. Und für mich ist Nerd auch keine Beleidigung. Deswegen danke, denn er hat hier nämlich einmal den Kopf natürlich hier drinne und den X-Wing von Lego. Von Star Wars für Bricks for Kids 2022. Also diese beiden Sets, also den Boba Fett Helm, den wir auch zusammen gebaut haben, fällt mir gerade mal ein, meine ich beinahe, oder was ein anderes. Aber Marco, du, falls du es siehst, kannst du dann mal kommentieren, aber wir haben zusammen irgendeins gebaut, als wir Star Wars geguckt haben. The Mandalorian, beide zusammengebaut. Ja, also diese beiden Sets bekommt ihr dank Marco von Nerdkultur dann bei Bricks for Kids 2022. Termin ist, wann? Haben wir schon, die Hedda guckt gerade mal. Sie rennt gerade so unseren Kalender, denn wir haben noch wirklich sowas Analoges wie am Kalender. Steht an der Wand geschrieben. Und die Homepage ist schon vorbereitet, aber noch nicht scharf gemacht. Aber der Dezember kommt ja ganz, ganz schnell. Und dann machen wir das wieder beim lieben Michael in Bremen. Die liebe Klemmbausteine, die Hedda und hier Moi wieder als verrückten Auktionatoren. Dann hoffen wir wieder, dass wir ein bisschen Geld für einen guten Zweck zusammenkriegen. Ob das dieses Jahr 100% Trauland ist, das weiß ich noch nicht. Gibt ja das ein oder andere Thema, aber für einen guten Zweck ist generell immer gut. Und deswegen nochmal vielen lieben Dank. Termin findet ihr dann auf jeden Fall auf der Homepage, beziehungsweise jetzt kann ich es euch sagen, nämlich am 4.12. So. Also, ich stehe das auf dem Kopf, weil das hier oben offen ist. Nicht, dass der Boba da rausrutscht. Und ich habe gerade gesehen,
Hier ist ein Stein da drinne und wir lassen keinen Stein zurück. Der kommt hier rein. Also da nochmal vielen lieben Dank, lieber Marco. So, und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ja eigentlich ausschlaggebend sind. Warum hätte er unbedingt diesen Monat, diesen sehr, sehr angespannten finanziellen Monat Geld ausgeben wollte? Den zeige ich euch als erstes, glaube ich, damit ihr versteht, was Sache ist. Wer die liebe Klemmerschein-Lady kennt, meine liebe bessere Hälfte, der weiß, dass sie total für Lego-Technik steht und deswegen auf diesen kleinen Forklifter gewartet hat. Nein, das war ein Spaß. Den Forklifter habe ich auch noch im Kaufhaus Köse gekauft. Für die liebe Hedda, fand ich ganz interessant, weil sie hat ja da einen von Kader. Ganz cool. Nein, es gibt so ein Lied, das heißt Dear Johnny. Die 42136 musste die liebe Hedda unbedingt haben. Sie hat sich mit der lieben Nicole Steinehunger, glaube ich, verabredet. Und dann haben sie den Lego Store unsicher gemacht, weil dieses Fahrzeug sein musste. Und weil man in so einem Lego Store ja nicht so mit nur so einem Set rausgehen kann, wurden es dann noch ein paar mehr, weil ich gesagt habe, könntest du nicht vielleicht für mich noch. Und Freunde, daraus wurde dann zum Beispiel, halt, das stimmt gar nicht, das ist von Rossmann, egal, auch ein Herzkauf, 60221, das gab es bei Rossmann, irgendwie dachte ich mir, komm, nimmst du mit, ich musste, glaube ich, Taschentücher holen oder sowas, dann habe ich, ne? Ihr wisst, hier, diese Holz sind immer durcheinander, musste sein, bisschen Brot, blub, blub. So, aber jetzt ist ausschließlich Lego Store. So, ich habe eben gerade schon schlecht gesungen, machen wir auch einfach weiter. Räuber, Diebe sind auf Ganoventour, doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur. Ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit, sie sind stets für euch bereit. Chip, 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 chip und chip. Ritter des Rechts, Freunde, wieder Gänsehaut. Nicht, weil ich so gut singe, sondern weil ich wirklich mich so auf diese Brickheads gefreut habe. Ich habe überhaupt keinen Zugang so großartig zu den Brickheads. Natürlich gibt es tolle Star Wars Sets, Kylo Ren und sowas habe ich auch. Und vom lieben Markus Werner, der hat mir mal The Child und The Mandalorian geschenkt. Auch richtig cool, habe ich euch auch schon mal hier vorgestellt. Aber Chip und Chap, A-Hörnchen und B-Hörnchen für die Älteren unter euch, nur mit coolen Klamotten, Indiana Jones und Magnum, sind für mich wirklich grandios. Ich habe früher die Mickey Mouse Hefte gehabt, da kamen sie drinne vor und natürlich den Disney Club. Hammer! Aber schon lange her, ich habe neulich gesehen, der Björn vom Disney Club ist jetzt irgendwie in den dritten Programmen gelandet. Die Antje macht, berichtet über die Ukraine gerade, also so richtig Journalismus. Und der Ralf hat gesurft, so ein bisschen gegen den Wind. Naja, aber der alte Mann erzählt wieder von vor Äonen, vor der Erfindung des Milchreises. Einfach nur für mich bis jetzt Set des Jahres. Ja, Set des Jahres, trotz der coolen 75324. Also ich bin ein riesen Star Wars Fan, ne? Gerade von den Dark Trooper hier, das war episch, aber das hier muss sein. Trotzdem auch richtig cool. Richtig, richtig cool. Luke Skywalker und die Roboter-Dinger. Wer es gesehen hat, ich will nicht spoilern. Dann etwas, wo ich mich richtig drüber freue. Und da auch nochmal vielen lieben Dank an Herrn Schneider. Held der Steine, Gucker kennen vielleicht Herrn Schneider. Müsste mal schauen bei den Pyramidengeschichten. Der hat mir nämlich dieses Set hier besorgt für die liebe Hedda. Ja, das geht zur lieben Hedda. Haben wir auch auf den Hildesheimer Steinwerten bekommen. Deswegen geht es einmal zur Hedda. Aber wie es halt so ist, Einkauf über 120, glaube ich. Dann gab es nämlich hier Jane Goodall, Gorillas im Nebel, wer es kennt. Gespielt damals von Sigourney Weaver, glaube ich, war das. Ich glaube, das ist doch die Geschichte, oder? Ne, wobei, da sind es jetzt Schimpansen. Egal, ich bringe bestimmt was durcheinander. Trotzdem liebe ich Affen. Freut euch auf das Video, wenn ich euch dieses Set vorstelle. Denn das wird was ganz Persönliches. Und da auch nochmal vielen lieben Dank an Herrn Steinreich, der mir nämlich aus dem Zoo aus Magdeburg ein paar Fakten über Schimpansen besorgt hat. Dafür vielen lieben Dank. Eine Banane auf dich, lieber Roman. So, zack, zack. Oh, halt. Ist es okay, wenn ich den John Deere... Ah, nee, Regisseurin schimpft. Ich darf den John Deere nicht zubauen. Gut, gut, gut. Okay, dann habe ich, passt auch jetzt nicht zu dem Lego-Hordi an sich, aber meine liebe Kollegin von mir von der Arbeit hat
Flohmarkt gemacht mit ihrer Tochter und die hat Lego verkauft. Und dann habe ich gesagt, so, hey, Lego kaufen, bin ich dabei. Und ja, sie hat diese 4, 11, 11, 5, 5, Elsa und Olaf auf dem Boot verkauft. Und ja, ist also gebraucht, war schon mal offen, aber ist vollständig, das hoffe ich. Aber eigentlich war es mir auch nur für einen guten Zweck, für die Tochter. Ich habe sogar mehr bezahlt, als ich müsste. Aber hier ist ein Boot dabei, hier sind Räder dabei, hier ist Olaf dabei und die Elsa. Let it snow, let it go, nicht let it snow, aber let it snow passt es auch. Anymore. Egal, ich habe den Film noch nie richtig geguckt. Also deswegen, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Nicht um Langnese. Egal. So, dann hat mir die liebe Hedda noch das hier mitgebracht. Passend zu gestern, denn gestern lief hier bei uns im Heimkino zum ersten Mal der letzte Spider-Man. Richtig cool, da freue ich mich dann gerade über Green Goblin. Und hier ist ja noch Miles Morales drin, der zwar nicht im letzten Spider-Man drin vorkommt, aber er wird quasi so ein bisschen erwähnt. Aber ich will nicht spoilern. Hammer. 4 Plus heißt keine Prints, Quatsch, keine Sticker. Mann, Mann, Mann. Freunde, ja, ihr merkt auch, für mich ist die sechste Stunde. So, trotzdem, Marvel 4 Plus geht immer. Auch wieder danke an Herrn Schneider, der mir das schöne GWP für die letzte Ali-Aktion, nämlich für das Boutique-Hotel, was hier hinter mir ist, eigentlich passt es dazu, besorgt hat. Vielen lieben Dank dafür. 1000, Quatsch, 163 Steinchen passend hierzu mit den, ja, Cookie Dieb eigentlich aus der Police Station. Tolles Set, kam leider von Lego nicht passend zum, ja, eigentlich Erwerb des Boutique-Hotels, aber toll musste sein. So, dann, manche Leute reden ja über Helikopter und wie schlecht und wie gut. Und ich dachte mir so, ach komm, kaufe ich mir einen Flieger. Habe ich mir den Flieger noch hier besorgt? Keine Ahnung. Vielleicht machen wir da mal was. Kann man das jetzt schlecht reden? Soll ich das mal machen? Nein. Einfach so, just for fun. Warum nicht? Flieger, grüß mich. Egal. So, und jetzt kommen wir zu eine Geschichte, die immer irgendwie weg war. Und dann musste mir die liebe Hedda es halt mitbringen, wenn man schon beim Store ist. Nämlich hier die 40557, den Hoth Battle Pack. Imperium schlägt zurück, oder das Imperium schlägt zurück, ist ja mein absoluter Lieblingsfilm. Und immer wenn ich so Rebellentrupper sehe, fällt mir immer wieder ein, wenn hier, da hinten steht ja der AT-AT, über die Ebene von Hoth da läuft auf der Echo-Basis und dann diese Herren schreien: Alle Mann zurück, alle Mann zurück. Und General Veers schon: Ach, lang lebe das Imperium. So, da, zack. Musste sein. Und dann natürlich passend dazu, wobei nicht zeitlich, ihr wisst es schon, nämlich hier das Clone Trooper Battle Pack, die 40558. Bekommt man ja online sehr schwierig, aber im Store war es überhaupt kein Problem. So, dann im Store, immer wenn die Hedda mit der lieben Nicole einkaufen geht, dann heißt das Steine. Und ich habe euch ja gesagt, ich baue gerade so ein bisschen und da sind so ein paar Sandgreen-Steinchen, ganz, ganz viele. Einmal Vierer und Brick Modified und hast du nicht gesehen, gar nicht so verkehrt. Vielen lieben Dank, liebe Nicole, fürs Motivieren der Hedda, das mitzubringen. Halt, die Blume muss man sehen. So, zack. Und jetzt so langsam kommen wir in die Endphase. Gab es auch bei Amazon, habe ich auch, glaube ich, einen Affiliate-Link gemacht. Ich finde irgendwie das ganz lustig, dass hier Verbrecher mit Eis werfen und so. Ziemlich kindisch, passt zu mir. Werde ich euch vorstellen, finde ich cool. Crook Ice und Crook Cream. Es hört sich richtig böse an. Richtig, richtig böse. So. Ah, hier ist noch übrigens. Ah, ja. Hier habe ich es gefunden. Da ist die Karte vom lieben Joe. Noisebricks.de. Da schaut er nach. Hier mein Freund mit der Kader-Geschichte, der aber eigentlich nur rein Lego ist. Dann, was haben wir hier noch? Die Super Brick Brothers, die Fliese, die kommt hier oben hin. Ach, machen wir den Pilz mal weg. Und machen wir hier neben der Miepi, die auch da war, liebe Grüße, die Fliese von Hansi. Dann noch Valentine's Day. Knutsche gehen raus für die Kamerafrau und eure Frauen. Auch von Super Brick Brothers. Dann hier, das war die Goldkarte, die man gewinnen konnte. Packen wir mal hier zum Roman.
da, der hat sie ja bekommen. So, und dann Brigitte und Klotzki, wenn ihr mein Video gesehen habt, zu den Hildesheimer Steinwelten einen tollen, tollen kleinen Garten gebaut, die beiden, ein richtig tolles Video, ein Brick-Film-Video, richtig cool. Schaut mal vorbei, verlinke ich euch auch unten. Packe ich mal hier rein. Unter von Fischers Fritze interviewt. Richtig süß, richtig süß. Und dann ja hier der liebe Michael, der Steinfluencer. Küsse gehen raus, hier, ne? Ihr wisst, Bricks for Kids, das Original. So, aber ich wollte nur einen Spannungsbogen aufbauen für noch drei Sachen. Und zwar, ich habe euch gesagt, es geht fast nur um Lego. Ich habe euch beim letzten Mal auch gesagt beim Mold King Hall, dass ich die Halls so ein bisschen aufteilen möchte nach Marken. Letztes Mal war es ein Mold King Hall, jetzt ein Lego Hall und es kommt ein Kobi Hall. Und mein lieber Kumpel, der Alexander, hat mir beim Kobi Hall was beigelegt, was Lego ist. Und da steht drauf, ich bin dein Vater. Was ja falsch ist, ihr wisst es, aber er scheint es wirklich zu sein. Da steht es. Gucken wir mal, was da drin ist. Es ist wohl Lego. Und ich packe es jetzt mal hier live aus. Ich bin schon ein bisschen zugebaut, so, Freunde. So. Oh, Freunde. Wow. Geil. Oh, Alex. Oh. Der dunkle Lord. Eigentlich passend auch zum neuen Obi-Wan Kenobi-Trailer, der gerade durch YouTube läuft. Richtig cool. Alex, vielen, vielen lieben Dank. Geil. Dankeschön. Kommen wir jetzt zum großen Finale. Ihr sagt vielleicht, Blödsinn und so, aber diese zwei Sets sind für mich somit die besten Sets nach... Wo sind sie? Räuber, Diebe, da, Chip und Chat. Und zwar der weiße Lamborghini Countach oder Countach, ich habe es nie gewusst als Kind, aber den gab es von Mask mal und ich meine irgendwie bei Miami Weiß, wobei es war ein weißer Testarossa, egal, ich finde den cool, ich werde ihn euch vorstellen, ein italienischer Flitzer, richtig cool, generell die Speed Champions, die Serie, die neue, richtig cool. Außerdem passt der auch wahrscheinlich richtig gut in eins dieser Mold King beleuchteten Acryl-Dingern. Bin ich mal echt gespannt. So, aber jetzt kommt mein absolutes Highlight und nicht lachen. Ihr wisst ja eh, dass ich an einer Waffel habe. Aber ja, wie kann ich jetzt noch Chip und Chap toppen? Natürlich, Jabba's Palace, denkt ihr jetzt vielleicht. Nein, konnte ich mir in diesem Monat noch nicht so ganz leisten. Natürlich, wenn ich hier da und da Abstriche gemacht hätte, aber dann hätte ich vielleicht nicht hier, ne, die liebe Elsa und so weiter haben können. Oder hier. Ne? Deswegen, es muss nicht immer groß sein, damit es cool ist. Und deswegen für mich eines der ersten Sets, wo ich zu lieben Händler gesagt habe, wenn du in den Lego Store gehst und dir den John Deere holst, bring mir bitte die 31124 mit. Diesen kleinen Supermech, den finde ich so Hammer, den finde ich so cool. Ich bin groß geworden mit Sabrine und den Star Sheriffs, mit so vielen Mecha-Geschichten, ob es bei Godzilla der King Kong war oder Mecha-Godzilla oder wie sie alle heißen. Richtig cool, dieses kleine Set. Guck mal, wie der fliegt, Freunde, wie der da lang fliegt. Einfach cool. Das ist für mich total Kindheit. Und ich glaube, auch Kinder haben Bock mit so einem Set. Und man kann schnell auch mal so ein Set mitbringen und einfach auf den Geburtstag oder Kindern eine große Freude machen und auch solchen Kindern wie mir. Ja, Freunde, also etwas Kleines nach einem langen Haul-Video. Ich möchte euch vielen lieben Dank sagen, dass ihr diesen Kram mal wieder ertragen habt. Ich möchte den vielen Leuten Danke sagen, die ich in letzter Zeit getroffen habe, die das hier alles ermöglicht haben. Eigentlich möchte ich jeden einzelnen von euch da die Hand schütteln. Das ist nicht mehr so innen, ich weiß. Trotzdem würde ich es gerne machen oder euch umarmen, denn ohne euch ginge das hier alles gar nicht. Deswegen, Freunde, fühlt euch gedrückt. Ich hoffe, ihr könnt mit mir die Freude hier teilen, denn geteilte Freude ist das, was ich am liebsten mag. Das ist nämlich die beste Freude. In diesem Sinne, fühlt euch umarmt, bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.